Und damit herzlich willkommen zu einem neuen LP mit meinem Paladin in BFA. Wie ihr sehen könnt, ich habe gerade den Aufruf des Königs bekommen. Die Rückkehr der Legion, Helden der Allianz, ich schreibe euch in Azeroths dunkelster Stunde. Die brennende Armeen der Legion kehren aus dem Schlund der Hölle zurück. Unsere Flotte bricht unverzüglich zu dem verheerten Inselauf. Wie eine große Lanze werden wir die Reihen der Legion durchstoßen und sie in den Nether zurückdrängen, aus dem sie hervorgekrochen sind. Euer Schiff wartet im Hafen von Sturmwind, verliert keine Zeit. König Varian Würn. Meldet euch beim Musteroffizier Lee im Hafen von Sturmwind. Ich habe mir überlegt, auch wenn wir jetzt hier gequestet haben, ich werde dieser Einladung nachgehen und werde zur Stadt. Das heißt, wir werden erst einmal kurz zur Garnison und dann, was ist das? Shadowpan. Oh, das wird wohl nichts. Wir werden jetzt einmal zur Garnison, werden unsere Daily Aufgaben da erledigen und dann werden wir nach SW und werden nach Legion rübergehen. Ja, eigentlich hatten wir es anders geplant. Aber wenn der König schon ruft, dann gehen wir auch. Ich meine, wir sind jetzt fast 99. Und damit wir vorwärts kommen, machen wir es doch. Ich meine, wir schaffen die Gebiete hier sowieso nicht. Immer. Das ist immer so. Na? Das ist immer so. So. Dann machen wir mal kurz unsere Sachen hier. Hallöchen. Mach auf. Ach ja. Und der nächste Schade geht auf die 100 zu. Und lange hat sie nämlich nicht mehr. Und wir haben ja auch schon ich habe ja auch schon eine Umfrage gemacht, welcher Char der nächste wird. So, mal kurz gucken. Habe ich hier irgendwas? Hier, wir haben sogar einen Portstein nach Sturmwind bekommen. Auf dass wir ganz schnell nach drüben kommen. Irgendwas zum Upgraden hier? Nee, ne? Aber wir können uns ja mal die Ausrüstungsgegenstände noch holen. Und die Anhänger ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn sie leveln. So. Packen wir sie mal da rein. Jetzt brauche ich noch einen Zweier. Das ist drei. Da. Der eine da und der andere hier. So. Gehen wir kurz nach draußen, weil es gibt ja auch alles EP, ne? Darf man nicht vergessen. Und dann mal gucken, ob das Levelfläschchen eigentlich auch was hier bei Kräuter und Bergbau bringt. Ich mag es, wobei das können wir auch später machen. Lass uns nach SW kommen. So, auf nach SW. Jawohl, auf nach Legion. So kann man sich ändern, ne? Letzte Folge, wir machen hier weiter. Nein, komm, wir gehen nach Legion. Ja, beim Leveln, das ist halt der x-te Char mittlerweile, ne? Und ja, was soll ich sagen? Ja? Irgendwo versucht man ja schon, den schnelleren Weg nach oben zu kriegen. So, wir sind in Sturmwind. Hallöchen. Ah, die Schultern, die der Druide da hat, habe ich auch. Die habe ich auch. So, einmal raus. Ach. Aber schon schön, dass man kein Ladebildschirm mehr hat wie früher, ne? Das war ja doch schon ein bisschen anstrengender. So, wir werden jetzt zum Hafen. Ich werde aber das Szenario etc. überspringen. Das werden wir uns jetzt nicht nochmal geben. Auch wenn wir danach schon einiges erledigt haben, aber das Szenario zieht sich alles so ein bisschen, ne? So, wo ist er? Da unten. Hallo. Das Licht sei mit euch. Einmal die Quest abgeben. Für die Allianz. Die Geschichte kenne ich bereits. Jawohl. Das Licht segne. So. Einmal alles überspringen, die Ausrüstung. Es gibt natürlich schöne Ausrüstung, ne? Wenn man das macht. Wir machen es jetzt erstmal nicht. Wir gehen auf direkten Wege
Zieh nicht über los. Nein, Blödsinn. Ich hoffe, ihr habt alle den 1. April gut überlebt. Ne? 1. April ist ja immer... Wow. Ne? Alle Leute haben klugen Spruch. Alle müssen irgendwas hier April-April-mäßiges loslassen. Ne? Gestern hatten wir auch, wie war das? In den neuesten PDR-Dingen wurde unbesiegbar verkauflich, war glaube ich der WoW. April-April, ne? So, Hallöchen. Brauch die Hilfe. Genau, ich bekomme meine Folianten und meinen Ruhestein. Willkommen. Danke, danke, danke. So, dann laufen wir mal kurz zu den Berufen. Wir haben ja Kräuterkunde. Hallo. Wie kann ich euch helfen? Kräuterkunde. Mögen die Vorfahren euch. Wie, bringst du mir nichts bei? Ah, ich bin glaube ich noch zu klein, oder? Bergbau war. Nee, Bergbau ist das hier oben, ne? Champion, dem Licht sei Dank. Ich muss euch treffen. Ach du schon wieder. Warte mal eben. Was geht euch durch den Kopf? Bereits bekannt. Seid auf der Hut. Zu eurem Dienst. Maxwell. Treuherz findet euch dann mit ihnen in Lord. Ach so. Vortrefflich. Ja, ja, jetzt müssen wir auf unser. Sobald ihr gerüstet seid. Wir müssen jetzt erstmal meine Kumpanie zusammensuchen. Ja. Wollte ich nicht aufmounten, warum hat das nicht geklappt? So, der eine hängt hier drin. Auf zum Schildhügel. Die Zeit drängt. Wir sehen uns. So, Nummer 1. Ein guter Kerl? Da sage ich nicht nein. Wo ist der andere? Da vorne. Auch wenn niemand uns hilft, müssen wir unsere Pflicht tun. So. Wir, falls sich Hilfe auftreiben lässt, werden Efrina und... Kommt, Kinas, wir haben was zu tun. So, ein Blinktron nehmen wir gleich mit. Ich würde lachen, das droppt direkt das erste Leggy. So, wir sollten... Solange wir am Leben. So, das war. Wählt eine Artefaktwaffe, nach der ihr suchen wollt. Das Lieder und Schwestern. Wir ja. Den Aschenbringer nicht vergelt da bitte. Tyrion mag fort sein, doch die Klinge ist noch da draußen. So. Bei Utas Grabmal in der westlichen Pestländer. Wir sollten sofort zu Utas Grabmal aufbrechen. Mäh. Auf zu den Pestis. Billiges Blinktrom-Imitat. Nicht drin. So, wir gehen mal kurz hier vorne. Dalaran-Karte. Ach, stimmt ja. So. Aber ich würde ganz gerne vorher. Ach, wir haben ja einen Dalaran. Ach, ich hab doch einen Dalaran-Ruhestein. Was mache ich denn? Aber lass uns vorher mal den ganzen Müll hier wegschmeißen. Und denkt dran, Levelfläschchen reinpfeifen. So, weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Das ziehen wir auf. Weg, weg. Mana-Trank brauchen wir auch nicht. So. Ah, warte mal. Mal ganz kurz gucken. Meine Lieblingsstelle. Liegt er da? Liegt er nicht? Da liegt er. Die verlorene Post. Ne? Er liegt immer hier. Zack. Nehmen wir auch gleich mit. Ha. Ich glaube, mit jedem Zwink, der hier vorbeikommt, da liegt die immer. Also hier liegt die, auch wenn andere sagen, die liegt da woanders. Also ich habe die bis jetzt nur hier gefunden. Nur hier. So, wie ihr seht, Palamounts brauche ich mir nicht holen. Wir haben sie. Dann holen wir uns mal unsere Waffe. Ist ja wichtig, ne? Verlorene Post machen wir später. Was wir aber vorher noch abbrechen sollten, wäre vielleicht hier die ganzen Quests aus
Draenor. Ich weiß, die geben alle EPs. Talador. Kampf aus Artefakt Dalaran. Jawohl. Bisschen buffen. Hat sie denn noch die Portale hier stehen? Jo. Also wenn man hier durch muss für eine Quest, steht hier noch eins. Alle anderen sind weg, seht ihr das? Moment. So. Mal gucken. Hier durch. Gleich Bubble ziehen. Denkt dran. Damit wir nicht sterben. Ladebildschirm. 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 Oder stand unten nicht jemand, der mich aufkratzt? Weiß ich gar nicht. Da liegt schon einer. Johnny der Vergötterte. Ja, Johnny. Du hast es wohl nicht geschafft. So, Utas Grabmal da hinten. Da hinten. Können wir mal die Quest hier einklappen? Da. Da müssen wir hin. Ach ja. Immer diese Waffen holen. Aber eins muss ich euch sagen, ne? So mehr ich hier immer so durchrushe, umso mehr würde ich ganz gerne wirklich nochmal so einen Slow Motion machen. Das heißt, komplett einmal alles machen und alles vorlesen und nicht erklären, aber halt die ganze Story einmal. Schade natürlich, dass die Welt sich direkt von vornherein geändert hat. Und man nicht erst ab Kater, also ab einem bestimmten Level, sich alles ändert. Weil die alte Quest, die alten Questreihen waren natürlich noch ein bisschen anders. Ah, wird schon, wird schon, wird schon. So, das Grabmal ist da hinten. Gott sei Dank können wir fliegen. Ich muss auch, glaube ich, immer noch für meinen Paladin, für meinen anderen, der schon 120 ist, den Artefakt-Skin, den Hidden-Skin besorgen. Ja, oh, das. Ich habe immer noch ein Buch, aber alles habe ich immer noch nicht. Die Abwesenheit des Hochlords scheint nicht nur die so. Ihr aushilft, werde und jetzt die Zeremonie vorbereiten. Läutert die Gräber. Exerziert so und so viel Geister. Okay, machen wir. Ist ja nicht so, dass die nicht von der Seite reinkommen könnten, ne? So, Gräber geläutert, haben wir da. Zack. Komm her. Oh, hier sind es gleich zwei. Oh, wow. Oh Gott. Also ursprünglich kam mir das ein bisschen schwieriger vor mit den... mit den Geistern und allem. Alter, das strahlt ja hier bis zum... Ich glaube, da hinten ist noch ein Grab, ne? Gräber geläutert. Hallöchen. Ne, bleib hier, ich komm. Komm zu dich. Was bist denn du für einer? Ich glaube, die Gelege. Oh. Nee, doch. Ah! Der Legionär ist doch ein bisschen schwieriger. Hm. Ein Grab fehlt mir noch. Ja, jetzt hat der Legionär auch noch eine Bubble. Guckt es euch an. Guckt's euch an. Aber gibt schöne Pi, ne? Kannst du nichts sagen. Ach, komm her. Nehmen wir den noch mit, den. Und dann läutern wir das Grab und dann fliegen wir da wieder rüber. Geister ausgetrieben. Ja, komm.
Bist doch schon tot, Mann. Aber Geist, da kommt auch noch dazu. Komm her. Geister und Paladin, ne? Es gibt nichts, wo man... Dieser Sohn Eisen bekommt ihr nicht fressen. Hey! Was willst denn du jetzt hier? Bin ich fast froh gewesen, dass ich fertig bin. Kommt der von hinten geschlichen. Ich danke euch. Ja, schön. Oh, ein Zwerg mit Flügeln. Ist ja süß. Ich hätte damals gar nicht gesehen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Unsere Feinde so. Wir können jetzt mit Lord Uta kommunizieren. Folgt mir zum Grabmal. Folgt mir zum Grabmal. Ja, du bist doch schon oben. Ach ja, das hat ja auch ein Rework gegeben. Haltet die Sprache mit Uta. Auf mich zählen. Da vorne ist Utas Grabmal. Solange wir am Leben sind, wird Azeroth nicht fallen. So. Beginnt, wenn ihr bereit seid. Mache ich. Licht, höre uns an, denn die Schatten rücken näher. Gewähre uns eine Audienz, damit der Aschenbringer die Welt retten kann. Maxwell, alter Freund, ist das lange her. Uta, da seid ihr ja. Ihr vollbringt beide das Werk des Lichts, aber wenn ihr den Aschenbringer bergen wollt, müsst ihr euch beeilen. Wisst ihr, wo er ist, Uta? Wir setzen alles aufs Spiel, wenn wir zu diesem Ort zurückkehren. Ich spüre den Aschenbringer von einer Insel rufen, die nahe des Grabmals des Bösen liegt. Und die Klinge ist nicht allein. Tyrion lebt, aber sein Licht verblasst. Beeilt euch, sonst wird er sterben. Mehr kann ich euch nicht sagen. Viel Glück, Freunde. Geht stets im Licht. Uta, wartet! Ich habe noch mehr Fragen. Und weg ist er. Zu euren Diensten. So, trefft euch mit mir an der Kapelle des Hoffnungsvollen. Geht stets im Lichte. Wenn Tyrion noch lebt, werden wir ihn retten. Um jeden Preis. So, jetzt müssen wir darüber. Die Kapelle ist ja da oben. Oder da hinten eher gesagt. Die ist in den östlichen. Da hinten müssen wir hin. Wow. Ja dann, lass uns mal darüber fliegen. Das kann einen kleinen Moment dauern. Ist schon ein bisschen her, dass ich die Quest reingemacht habe. So, da unten auf der Karte bin ich. Das ist schon ein bisschen her. Wir sind auch gleich 99. Ja, bis das vorbei ist. Wir bauen ja jetzt quasi, glaube ich, auch den Grundstein für die Ordenshalle. Und dann holen wir uns die Waffe. Damals war ja im Szenario, ist es ja so, dass Vordringen ins Feuer, in die Lava stürzt. Und keiner erstmal wusste, was war mit ihm los. Na? Ach, Fionas Karawanwagen. Die Questreihe, die geht ja auch einmal hier durch. Aber ist auch eine schöne Quest. Die hat sich zwar auch vieles geändert, ne? Naxxramas wurde ja entfernt. Das ist, glaube ich, die Ordenshalle der Todesritter. Also die Haupt. Die Halle der Todesritter. Hier hinten. Irgendwo. Ja, ich glaube, hier ist Todesritter. Ja, wo sie spawnen. Habe ich auch noch einen vor mir. Ich fand das Mount so genial. So die verlorene Post. Aber später, aber das ist noch rot. Wobei, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ist bei der verlorenen Post irgendwas, was uns... Nee, ich glaube nicht. So, da ist die Kapelle. Machen wir mal zu.
Na, dahinter ist Todesritter. Früher haben wir dahinter nach den Schließkassetten gefarmt. Heute sind Tür's Hand oder so. Wie heißt das Gebiet? Ich glaube, ne? Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Komm, wir holen uns gleich mal den Flugpunkt. Und wo ist er jetzt da vorne? Hi. Wir werden obsiegen. Und die Aschebringer an der verheerten Küste und bringt sie in Sicherheit. Nehmt eure tapferen Seelen, wurdet auserwählt, in die Tiefen der Hölle selbst vorzustoßen, um Hochlord Tyrion zu retten. Dies ist eure letzte Chance, umzukehren. Macht euch bereit. Die verheerte Küste wartet. Champion, auf euren Befehl. Ja, ich bin schon unterwegs. Tschüss. Da muss ich jetzt zur Kapelle fliegen, um wieder zurückzukommen. Ist halt die Storyline, ne? Weil man kommt ja auch über die Kapelle in die Ordenshalle. Bin ich so oft beim Questen, bin ich da schon reingeflogen. Warum habe ich kein Bild mehr? Nur die Dämonen vor uns stehen zwischen uns und dem Aschenbringer. Was auch passiert, unsere Familien werden wissen, dass wir für den Frieden und die Sicherheit unserer Welt gekämpft haben. Wir rücken auf den Befehl unseres Champions aus. Ja dann. Oh, jetzt geht das wieder nicht. Haha. Kann ich das irgendwie... Ich hab's nicht in der Tasche, ne? Ruhefehler. Warte mal. Add-ons. Backnorn ist das, ne? Neuladen. Ich muss es neu... Sonst funktioniert das Ding an der Leiste nicht. Und ich hab's nicht in der Tasche. Das habe ich so oft. Argentum Kreuzzug. Angriff! So. Das hatte ich so oft schon bei anderen Questgegenständen, aber solange die in der Tasche da drinne sind, ist das kein Problem. Da die aber... So, die nächste Runde kommt. Also, wir sind jetzt schon bei... 60%. Was kommt jetzt? Alter! Sind wir jetzt alleine? Haben wir jetzt alle meine Paladin-Freunde getötet? Oh, ihr Miststücke. Das Lustige ist ja, ich habe ja jetzt die Aschewelle, ne? Das ist eigentlich die Fähigkeit der Artefaktwaffe, die ich mir jetzt hole. Ha! Lustig, lustig. Ey, hör auf! Setzt die Erde hinter uns in Flammen. Ich muss noch unseren Gast hier brechen. So, kommst mit? Diese Teufel haben Tyrion. Wir müssen schnell handeln. Wo willst du hin? Ich sorge dafür, dass unsere Gefallenen zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichts gebracht werden. Ihr müsst vorstoßen und den Hochlord finden. Ja, okay. Okay, ich gehe da mal alleine. Ah! Oh, ihr Sterblichen seid so eitel, so arrogant. Guter Inquisitor. Für euren Hof. So, und weiter. Das Zerrütten dieser Seele ist. Okay, an dem konnte ich nicht vorbei. Ich dachte, ich könnte an dem vorbei. So. Da ist der Hochlord. Komm her, du. Verbrechen. Ja. Da.
Aschenbringer darf nicht. Ja, natürlich darf er. Tyrion, bei allem, was heilig ist, was haben sie euch angetan? Ich werde Tyrion befreien. Ihr müsst den Aschenbringer finden, solange noch Zeit ist. Alles klar. Wir müssen jetzt hier rein. Ja, der verlorene Tempel. Ah, guck mal, da kommt was. Okay, klein Scheißer. Alles war braucht. So, davon haben wir noch mehr. Er hat sich dem Aschenbringer zu den Waffen. So, so. Der Sterbliche. Komm her! Ah, jetzt habe ich so beide, ne? Oh, da ist eine Hexe. Sieht mal aus, als hätte die normale Farbe das Feuer bei ihr, ne? Komm her! Miststück. Krass, das sind Gott sei Dank immer schnell zu legen. Ist das jetzt Fluch der Erschöpfung? Der größte Champion des Lichts ist gekommen, um den Aschenbringer zu heben und meinesgleichen zu vernichten. Es heißt, ja, nur eine reine Seele kann die Hochklinge führen. Kommt, Champion. Da ist die Waffe. Euer Schicksal. Das wäre ja zu einfach. Ah doch, wir haben ihn. Und jetzt kommt der Typ. Ich habe euch erwartet, Paladin. Ich werde euch die Seele aus dem Leib reißen und ihn mir zu eigen machen. Ich werde euch zu einer Waffe der Legion machen. In eurer Haut werde ich alles verderben und zerstören, was ihr je geliebt habt. Stück für Stück. Den Aschenbringer. Kniet jetzt. Kniet vor eurem neuen Meister. Um euch. Gib mir die Kraft. Freit euch. Diese Fesseln zu zerschlagen. Unbeugsamer Wille. Gegen meinen Willen kommt ihr nicht an. Na doch. Gut. Und ob ich das komme. So, einmal der. Flügelchen. Hier. Ja, der ganze Boden ist im Arsch. Wo bist du? Da ist er. Verbrennt alles, meine Diener. Asche zurück. Ganz kleine Wichtel. Genug. So, Champion, kommt schnell. Tyrion ruft nach euch. Ich fürchte, ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeilt euch. Ja, ich bin unterwegs. Ich komme. Wir müssen hier verschwinden, bevor mehr Dämonen kommen. Beeilung, der Hochlord ist vor dem Tempel. Au. Jetzt wäre schon den Arsch verbrannt. Eieieiei. So. Das Schöne ist, wir brauchen jetzt erstmal eine ganze Zeit lang keine Waffe. Champion, kommt näher. Tyrion. Oh. Ihr müsst die Klinge führen. Ihr müsst die Legion aufhalten. Ihr müsst zum Aschenbringer werden. Nein. Ihr werdet nie vergessen, Bruder. Wir müssen sofort zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichts aufbrechen.
Hochlord Vordring hat einen Ruheplatz neben den größten Helden des Lichts verdient. Solange wir am Leben sind, wird Azeroth mit anderen Paladinen im Sanktum des waffenvollen Lichts unter der Kapelle des Wir haben alles für den Aschenbringer gegeben. Ihr habt alles gegeben. Tyrion wäre stolz, diese Klinge in eurer Hand zu sehen. Ja. So, einmal hier drauf. Es wusste ja keiner, was mit ihm ist, bis einer Paladin gespielt hat, ne? Also in der Paladin-Reihe sieht man leider, dass Vordring stirbt. Wir haben so einige Helden in Legion verloren. So einige. Na? Genauso wie beide Seiten ihren König verloren haben. Was haben wir hier? So, da ist aber die Kapelle. Hoppala, da haben wir die Kapelle. Wie oft bin ich hier beim Quest 3 gefallen? So, die Ordenshalle der Paladine. Da ist er. Hüterin. Hallo. Ja, die hat im Moment noch nichts. Fort mit euch. So. Hier stehen sie alle aufgereiht. Der Aschenbringer. Guck mal, wie sie sich alle verbeugen. Weil ich halt die Waffe trage. Zu eurem Dienst. So. Den Ohren der silbernen Hand mit Hilfe des Buchbands der uralten Könige. Immer auf mich zählen. Diese tapferen Männer und Frauen brauchen einen Anführer. Eure Taten zeigen, dass ihr die erste Wahl seid und diese Bürde tragen könnt. Kommt, ich werde in eurem Namen zu ihnen sprechen. Alles Paladine hier. Paladine Azeroths. Ihr habt euch hier versammelt, um den Verlust von Hochlord Tyrion Vordring zu betrauern. Für viele war er ein Vorbild. Er verkörperte das Ideal, nach dem wir alle streben. Lasst uns einen großen Soldaten, Anführer und Freund, mit einem Moment des Schweigens ehren. Im Licht sind wir eins, Bruder. In Ewigkeit. Schreibt euren Namen auf den Buchband der uralten Könige, okay, damit die Zeremonie beginnen kann. Der Champion an meiner Seite, dessen edle Taten ihr alle kennt, wurde vom Licht erwählt, um Tyrion als Hochlord nachzufolgen und unseren Orden zu einer mächtigen Waffe im Kampf gegen die Legion zu machen. Gemeinsam stehen wir gegen die nahende Dunkelheit. Wir müssen uns von den weltlichen Fesseln lossagen. Wir müssen zusammenstehen. Die Blutritter sind auf eurer Seite, Hochlord. Azeroth wird nicht fallen. Wir verschreiben uns eurer Sache, Hochlord. Heute wird der Orden der Silbernen Hand wiedergeboren. Gemeinsam werden wir Sargeras das Fürchten lehren. Jetzt wird gefeiert hier. So, jetzt muss ich wieder nach oben. Wir werden obsiegen. Jawohl, und 99. Sprecht mit Lord. Hat sich freiwillig gemeldet, unsere Bodenstreitkräfte zu koordinieren. Ihr solltet gleich. Ach so, das ist der Das ist der Typ an der Karte. So. Hochlord Rivaru. Ja. So ist das, ne? Aber ich muss ja noch einiges erledigen, bevor ich den Hochlord-Titel, glaube ich, kriege. Wieso bin ich schneller wie du, alter Mann? Rechts, links, links.
Lord Schattenbruch. Der Hochlord möchte die Ergebnisse eurer Mission auf den verheerten Inseln einsehen. Stehen Spieler. Wuchtbrumme. Hallo. Hallo, Wuchtbrumme. Ehre dem König, Freund. Unser erster Angriffspunkt. So, wo fangen wir jetzt an? Wo fangen wir an? Meistens habe ich ja hier in Asuna oder in Sturmhain angefangen. Sturmhain ist ja so das Startgebiet, glaube ich, für die Allianzhorde. Ja, da fangen sie ja beide auf dem Schiff an. Farmen ist Kräuter und Erz. Wollen wir Asuna machen? Komm, wir machen Asuna. So. Quest beenden. Anhänger haben wir ja noch keine. Passt dort draußen auf euch auf. Machen wir, machen wir. So, jetzt brauchen wir aber nicht wieder da hinten lang, sondern da geht's ja zur Halle raus. Ich habe einige Dinge vorrätig, die euch womöglich interessieren könnten. Okay. Was kann ich für euch tun? Der Rüstmeister. Dann gucken wir doch mal. Du... Oh, habe ich das schon gelernt? Nee, ich glaube nicht. Nachsehen. Für die Allianz. Machen wir weg hier. Nachsinn war... Das Friedenslinie in Stiller kommt... Achso, das ist... Da kann ich mich hier... Sind über die Natur des Lichts. Wow. So, Portal nach draußen. Wunderbar. Dann hat sie ja schon die erste Hürde in Legion erledigt. Sie hat ihre Waffe. Wisst ihr, was wir jetzt machen? So, wir sind ja hier. Ich muss dran denken, dass ich bei der Ordenshalle nicht in die... In die Ordenshalle bei der Horde rennen. So, wir werden jetzt, was wollte ich noch machen? Da haben wir. Wir müssen ja jetzt auf den Platz da hinten. Eins wollte ich noch erledigt haben, warte mal. Was war denn das? Ja. Morgen. Oh, ich sehe so schrecklich aus. Das machen wir jetzt noch. Morgen. Wir haben ja mittlerweile ein paar Teile mehr. Guten Tag. Sollen wir zum Geschäft kommen? Ja, wir haben ja eine Zeit lang so rot getragen. Helm mache ich eigentlich immer aus. Schultern. Können wir mal gucken. Ich glaube, mein anderer Paladin ist auch immer sehr schwarz gekleidet. Gucken, ob das bei dem hier auch so aussieht. Ich glaube, wir sollten mit der Brust anfangen. Naja, die hat auch immer schwarze Klamotten. Also dunkle, sehr dunkle Klamotten hat sie an. Sieht aber auch sehr gut an ihr aus. Muss ich ja sagen. Schauen wir mal. Auch wenn ich ein Lichtgeschmiedeter bin, ich muss ja nicht unbedingt strahlen wie ein HB-Männchen. Ja. Ich glaube, dann nehmen wir die dunkle Hose. Auch eine ganz dunkle. Ziemlich neutral. Sieht an ihr natürlich ein bisschen anders aus wie an meiner Blutelfe. Wenn ich jetzt wüsste, was meine Blutelfe für ein Set anhat, wäre es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Achso, wir sind weit hinten. Schwarz. Entweder gar keinen oder einen schwarzen Gürtel. Geil, ne? Mitten im LP. Erstmal morgen. Wer kennt's nicht? Macht man doch so, oder? So, passt der? Passt fast.
So. Ich glaube, das sind nicht die richtigen Stiefel. Ich glaube, die passen dann dazu. Das sind, glaube ich, die Schuhe, die mein Paladin sogar trägt. Sind das nackte Füße? Nee. Passt das? Nicht ganz. Okay. Ich glaube, bei meinem Lichtgeschmiedeten sieht, glaube ich, eine Brust mit Röckchen, glaube ich, besser aus. Dann suchen wir mal ein Röckchen. Gucken wir mal. Aber kein Röckchen? Oh. Gibt's doch nicht. Aber bei der Brust irgendwo ein Röckchen? Normalerweise schon. Ausprobieren. Einfach mal durchklicken. Irgendwo wird da wohl ein Röckchen dranhängen. Die Tapferkeit. Setz. Nee. Nude-Outfit wollen wir nicht. Hier, das hier zum Beispiel. Aber eigentlich hatten wir auch Ruben, ne? Ne, das sind alles keine Ruben. Da! Insekten gravierte Brustplatte ist das. Okay. Sieht ein bisschen prollig aus. Achso, das ist jetzt hier so eine ähnliche. Ach, beim Forstettler der Mogga, ne? Man hört die ganze Zeit im Hintergrund bing, bing, bing. Nee. Wir scheinen nichts zu haben. Vielleicht doch lieber Set. Vielleicht ohne Kopf? Nein, ohne Kopf. Ja, das ist ja schon. Und ohne Rücken? Ach Gott, ich habe ja immer noch Account gebunden. Ja, das können wir, glaube ich, tragen, ne? Neues Outfit 3. So. Was wir jetzt noch brauchen, ist vielleicht ein Waffenskin. Gibt's hier. Ne, wir haben die Legionsskin noch nicht. Nö, dann lassen wir das so. 3. So. Haben wir doch ein schönes Set. Das Tapferkeit. Aus der Hallen der Tapferkeit. Oder Prüfung der Tapferkeit. Das ist ja ein Raid. So, fühlt man sich gleich wieder anders. Ich würde aber sagen, bevor wir, das ist die Post, bevor wir drüben starten werden, werden wir nochmal Cut machen und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem Start in der Sune. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen, hoffe ihr hattet Spaß und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bye bye.